Sind Flyer tot? Macht es überhaupt Sinn, dass du als Immobilienmakler Flyer überhaupt noch verteilst oder macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Ich will dir einfach ein paar Erfahrungen erzählen aus über 30 Jahren Marketing, Werbung, Objektakquise und ich habe mehrere Millionen Flyer verteilt in dieser Zeit. Und ich höre immer wieder an allen möglichen Stellen und ich muss wirklich schmunzeln dabei, ach Flyer, wer macht denn so einen Quatsch noch? Oder Print oder whatever, heute wollen wir nur mal über Flyer sprechen. Wer macht denn so einen Quatsch? Und ich möchte dir eine Sache dich da mal abholen. Und zwar, schau, der erste wichtige Punkt, den du dir mal anschauen musst, ist, die Zielgruppe, die du als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler hast, die ist doch relativ klar. Nämlich, das sind Besitzer von Häusern oder von Wohnungen. Und in einem Wohngebiet, wo viele Häuser stehen, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass darin ein Eigentümer sitzt und der früher oder später seine Immobilie verkaufen will, relativ hoch. Jetzt gibt es natürlich einen ganz entscheidenden Vorteil, Risiko ist, du weißt natürlich nie genau, wann wirklich jemand verkaufen will. Aber das weiß man bei Werbung im Allgemeinen natürlich nicht. Deshalb ist die Auflage immer sehr, sehr entscheidend. Also die Auflagenhöhe. Und das ganze Thema Farming, so kleine Auflagen wie 1000 Flyer oder sowas, da sage ich dir ganz offen, das ist eher rausgeschmissenes Geld. Ja, das macht nicht so viel Sinn. Das kann ein kleiner Makler machen, der erstmal so einen ganz persönlichen Farm, wie man ja so schön sagt, aufbaut. Aber die Wahrscheinlichkeit, je geringer die Auflage ist, dass jemand anbeißt, ist natürlich deutlich geringer, als wenn du jetzt zum Beispiel 100.000 Flyer verteilst. Jetzt könnte natürlich das Argument kommen, oh ja, das kostet aber richtig viel Geld. Ja, das kostet natürlich Geld. Also brauchst du natürlich entsprechende Methoden, also auch hier wieder ein System, wie man das wirklich aufbaut. Du brauchst entsprechende Vorlagen. Die Vorlagen müssen exzellent sein. Die müssen sich abheben von Wettbewerbern. Die müssen anders sein. Es gibt kleine Kniffe, die auch wiederum entscheidend sind oder entscheiden über Erfolg und Misserfolg. Aber eine Sache, die kann ich dir sagen, nämlich Flyer funktionieren. Und ich will dir dazu ein Beispiel sagen. Und zwar eine Kundin von mir, die liebe Gloria, ein super tolles Mädel, super tolle Frau, die im Familienbetrieb das Marketing macht und die sind zu uns ins Coaching gekommen und wir haben dann Weihnachten eine Aktion geplant. Und diese Aktion, und ich blende jetzt hier mal gerade den Flyer ein, ja, diese Aktion hat gekostet 2.700 Euro in der Zeitung als Beilage. Hier ist der Flyer eingeblendet. Und am Ende des Tages, wir haben jetzt Juni 2023, sind im Nachgang zum Weihnachtsflyer 2022 immer regelmäßig neue Anfragen reingekommen. Und es sind über 200.000 Euro Umsatz nur auf diesen einen Flyer gemacht worden. Also, der Faktor ist natürlich jetzt nicht ganz über 100 gewesen, also mal 10 wäre ja 27.000 Euro und 100 sind 270.000, also irgendwo 200.000 kannst du dir ja selber ausrechnen, 200.000 durch 2.700, was da der Faktor ist. Der Faktor ist der sogenannte ROAS, der Return on Ad Spend, also der Return auf das eingesetzte Geld. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du selber drauf kommen wirst, dass das eine Granatenquote ist. Aber wie gesagt, nochmal, Flyer sind null, never, ever tot. Ganz im Gegenteil.
Und jeder, der das erzählt, ist entweder Online-Marketer oder will dir irgendeine andere Dienstleistung verkaufen, um dir zu erklären, dass Flyer tot sind. Marketing ist immer ein Mix von unterschiedlichen Wegen, die du beschreitest. Nämlich am Ende des Tages willst du ja deine Dienstleistung verbreiten und das musst du immer da tun, wo am Ende natürlich die Zielgruppe sitzt. Und die Zielgruppe, die sitzt in Eigentumswohnungen und die sitzt in Einfamilienhäusern, in Reihenhäusern, Doppelhäusern und Mehrfamilienhäusern oder auch fernab der Mehrfamilienhäuser, die sie dann nur vermietet haben. Aber diese Menschen sind adressierbar und die musst du adressieren und das kannst du unter anderem mit Flyern tun. Das Problem ist nur, dass wenn du keinen Umsatz machst oder zu wenig Umsatz machst und kein Geld für Marketing als Budget beiseite legst und nicht investierst, dann kannst du auch diesen Output nicht bekommen. Und hier ist noch zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Erstens, der Outflow, also das heißt, je mehr du raushaust, ist wichtiger als das, was reinkommt, denn ganz einfach, je mehr du raushaust, umso mehr kommt rein. Das ist eine ganz einfache Logik, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist wichtig, dass die Quantität am Ende wichtiger ist als die Qualität. Ja? Weil wenn du jetzt einer von denjenigen wärst, ich glaube es nicht, aber nehmen wir mal an, es wäre so, der jetzt alles irgendwie bis ins letzte Detail rein planen will, ja, dann setzt du viel mehr auf Qualität. Und glaube mir eins, mir ist Qualität sehr, sehr wichtig. Aber es bringt nichts, wenn du dadurch nicht startest. Also das heißt, die Quantität, also die Dinge rauszuhauen und zu machen, natürlich trotzdem gut, trotzdem ordentlich, trotzdem durchdacht. Ja? Weil auch bei einem Flyer gehört ja eine klare, gute Botschaft, Headline dazu. Eine sehr gute Beschreibung dazu. Also was machst du, wer macht das, wie können wir das tun, was ist der Call to Action, was kostet das, etc. pp. Ein klares Angebot zu definieren, was auch immer das Angebot ist, das ist das, was in der Werbung entscheidend ist. Ja? Aber du kannst dich da auch kaputt denken und am Ende machst du es dann doch nicht. Das wäre, Qualität ist wichtiger als Quantität. Ja? Also du hängst dich an der Qualität auf, aber wichtig ist Quantität, dass du es machst, dass du es raushaust und das in einer Vielzahl. Also ich kann dir auf jeden Fall an dieser einfachen Stelle sagen, dass Flyer ein elementarer Bestandteil des Marketings und der Werbung eines Maklers bleiben wird und immer sein wird, weil du damit deine Zielgruppe direkt in den Haushalten erreichen kannst. Punkt aus, Ende. Und wenn du herausfinden willst, welch coole Vorlagen wir als Unternehmen, als Bosbach Consulting, dir zur Verfügung stellen können im Rahmen unserer Dienstleistung, dann solltest du jetzt hier unter diesem Video in der Infobox eine kostenfreie Beratung beauftragen, weil ein ganz, ganz wesentlicher Faktor unserer Coaching-Dienstleistung ist und deshalb speziell für Immobilienmakler und ausschließlich für Immobilienmakler. Wir haben uns auf diese Branche konzentriert, auf diese Zielgruppe konzentriert, weil wir verstehen, was hier getan werden muss und wie es getan werden muss. Und wir haben es alles selber umgesetzt. Und deshalb wissen wir auch genau, wie die Vorlagen aussehen müssen, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und dafür feiern uns unsere Kunden und sind Fans von unserer Arbeit. Deshalb buch jetzt ein kostenfreies Erstgespräch, dann können wir dir helfen, können wir dir eine Roadmap erarbeiten, damit du dich in deinem Business weiterentwickeln kannst und vor allen Dingen jede Menge coole Werbeaktivitäten, Marketingaktionen setzen kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, lass ein Abo da und denk dran, schreib auch gerne einen Kommentar, wenn du eine Frage hast, auch für ein nächstes Video, irgendwie eine Idee hast, was du gerne von uns hören möchtest. Und gerne auch ein Like. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und frohes Schaffen.